Der Stepwald ist so ziemlich die einfachste Überwindung, die einen Namen hat im Parcours. Ja, ist ziemlich simpel. Man geht mit dem Fuß aufs Hindernis hoch, setzt die gegenüberliegende Hand auf, also bei mir meistens linker Fuß, rechte Hand. Dann sticht man durch die Öffnung zwischen Hand und Fuß mit dem anderen Fuß durch und läuft auf der anderen Seite weiter. Wir zeigen hier ein paar Varianten von Boden bis sehr niedrig zu nicht mehr ganz so niedrig zu normaler bauchnabelhoher Kasten. Und ihr seht, dass es eine super einfache Progression ist von ich taste mich ganz langsam ran, ich schaue erstmal, kann ich auf Hand und Fuß balancieren und meinen Fuß dadurch bewegen, zu ich step rüber, zu ich springe langsam hoch, dann taste ich mich noch mal kurz ran vielleicht. Je nachdem, wie weit ich bin, nehme ich den Schritt mit hochspringen und mit einem Fuß rantasten weiter vor oder brauche ihn gar nicht. Und irgendwann kann ich auf den Kasten zusprinten und ziemlich schnell und effizient und sehr einfach tatsächlich auf die andere Seite. Stepwald, ich sage übrigens lieber Speedstep, weil ich das irgendwann mal in England gehört habe, ist einfach super geeignet für Anfänger, die erstmal Kontakt aufnehmen müssen mit dem Hindernis. Es ist quasi kein Risiko vorhanden, weil ich mich eben super langsam rantasten kann und auch wenn ich sehr schnell bin, immer noch sehr viel Kontakt habe. Das heißt, ich habe sehr wenig Flugphase, in der irgendwie Sachen passieren können. Ich habe sehr wenig Raum für Verfehlen. Und ich habe einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Also ich muss nicht besonders hoch springen können. Ich kann das perfekt von irgendwas Hohem runter machen. Also wenn ich mich auf einer höheren Mauer befinde oder sowas, dann benutze ich solche Techniken, um meinen Schwerpunkt möglichst weit abzusenken, damit der Sprung einfach nicht mehr so hoch ist. Was nicht heißt, dass ich manchmal keine Sprünge aus Höhe mache, mit absichtlich hoch, aber der Körper ist ein Verschleißobjekt und ich muss nicht immer mit Gewalt an dieses Objekt rangehen. Es gibt natürlich allerlei Variationen, zum Beispiel Stepwald Prezi oder ein Double, also zwei hintereinander. Hier habe ich mir eine sehr einfache Version ausgesucht mit einem hüfthohen und einem kniehohen Kasten. Es geht definitiv auch mit zwei gleich hohen Kästen und definitiv sehr viel weiter. Und dann noch die Variation mit zwei Kästen hintereinander mit Fußwechsel. Ja, denn auch auf beiden Seiten üben ist sinnvoll. Ist nicht nur, weil man sich manchmal die Challenge nicht aussuchen kann, auf welcher Seite man sie gerne machen würde. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, das man Bewegungsintelligenz nennt und auf allen Seiten und in alle Richtungen trainieren, ist einfach sehr sinnvoll, zukunftsorientiert, nachhaltig. Zwei Fehlerbilder kommen vor allem vor. Das eine relativ selten. Bei dem einen Fehler kommt quasi der falsche Fuß bzw. die falsche Hand mit oben an. Das heißt, ich habe keinen Freiraum mehr zwischen Hand und Fuß. Wie gesagt, linker Fuß, rechte Hand oder rechter Fuß, linke Hand. Wenn ich zum Beispiel linker Fuß, linke Hand aufkomme, dann stecke ich auf einmal fest. Und das gleiche, wenn ich mit rechtem Fuß und rechter Hand aufkomme. Das andere ist sehr viel häufiger. Man sieht eine Art Pause, wenn die Person oben auf dem Hindernis ist und dann einen Richtungswechsel. Ja, wenn ihr euch die Clips von mir anschaut, dann seht ihr, dass ich da sehr bewusst meine Hüfte nach vorne öffne und quasi warte, bis mein Fuß am Boden ist, bevor ich loslasse und weiterlaufe. Und viele kommen eben oben an, bleiben stehen und drehen sich zur Seite. Man kann darüber diskutieren, was falsch ist. Und je nachdem, was meine Intention ist, gibt es kein Falsch. Aber wenn meine Intention ist, einen richtigen Stepwald zu machen mit möglichst viel Geschwindigkeit oder eine Double- oder Pre-Variation, dann will ich da keine ungewollte Drehung drin haben. In der freien Wildbahn lassen sich Stepwalds quasi überall anwenden. Also jedes Objekt, jede Mauer, das irgendwie so aussieht, als könnte man den neuen Parcours-Kontext, den man gerade lernt, darauf anwenden, lässt sich Stepwalten. Wenn es dahinter 100 Meter runter geht, ist es vielleicht eine blöde Idee. Aber letztendlich, solange ich an Prinzipien von langsam zu schnell und von leicht zu schwierig orientiert, kann euch nichts passieren.